Wenn man sich das Verhältnis zwischen Wirtschaft und Nachhaltigkeit anguckt, scheint es im ersten Moment einen absoluten Widerspruch zu geben. Denn Nachhaltigkeit betrachtet in den drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales ist nicht unbedingt der Fokus von Unternehmen oder in der Breite gesehen zumindest nicht. Bei alteingesessenen Unternehmen, die schon lange am Markt sind, gibt es natürlich das Problem, dass dieser Nachhaltigkeitsgedanke nicht von Anfang an mitgedacht wurde. Das ist aber eben ein Punkt, der jetzt gerade verstärkt von der Gesellschaft verlangt wird. Wir sehen das in Bewegungen wie Fridays for Future. Es wird verlangt, dass ein Unternehmen tatsächlich weiß, was mit seinen Produkten in der gesamten Lieferkette passiert. Das heißt, wir reden hier von, wo kommen eigentlich die Ressourcen her? Was wird dazwischen mit diesen Ressourcen gemacht? Welche Zwischenprodukte entstehen? Und ein Unternehmen soll wissen, was in diesem Wertschöpfungsnetz eigentlich passiert und Verantwortung dafür übernehmen. Das heißt aber auch, dass Unternehmen sich jetzt fragen müssen, ist mein Produkt überhaupt zukunftsfähig? Wie kann ich den Nachhaltigkeitsgedanken mit da hineinbringen? Und genau das ist auch die Chance für Unternehmen, denke ich. Denn es geht darum zu hinterfragen, ob das eigene Wirtschafts- und Geschäftsmodell überhaupt im Einklang mit dem Nachhaltigkeitsgedanken funktionieren kann. Es muss hier nicht gleich eine 180-Grad-Drehung sein, nein, es kann klein angefangen werden, aber es muss eben angefangen werden. Denn nur wer sich nachhaltig aufstellt und wird den Herausforderungen der nächsten Jahre oder Jahrzehnte gewachsen sein und Bestand haben können. Die Digitalisierung ist eine Transformation, die sich auf alle Lebensbereiche erstreckt und unsere Arbeitswelt ist davon nicht ausgenommen. Natürlich variieren die konkreten Veränderungen nach Branche und auch nach Standort. Und in der Produktion ist die Situation eine andere als in der Tourismusbranche. Auf dem Land gibt es andere Probleme als in der Stadt, ja. Und wir lassen hier noch die globale Perspektive außen vor und konzentrieren uns auf Deutschland. Aber insgesamt gibt es sehr viele Nachhaltigkeitspotenziale in dieser Transformation. Das sehen wir in neu entstehenden Jobs, zum Beispiel die jetzt Augmented Reality beinhalten. Wenn wir uns Spezialisten für die Wartung von bestimmten Maschinen anschauen, die werden sonst durch die ganze Welt geschickt, nur weil sie diese Wartungsarbeiten durchführen können und kein anderer. Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, dass Technikerinnen vor Ort mit Augmented Reality-Brillen ausgestattet werden und durch die Unterstützung der Spezialisten die Wartungsarbeiten selbst vollführen können. Das erspart uns unglaublich viele Dienstreisen und ist sehr ressourcenschonend im Endeffekt. Die Digitalisierung breitet sich natürlich auch auf die bereits existierenden Jobs aus. Wir sehen das besonders in der Landwirtschaft. Auch da gibt es viele Nachhaltigkeitspotenziale, die noch ausgeschöpft werden können. Und da die Digitalisierung eine Transformation ist, die sich so oder so ausbreiten wird auf der Welt, beziehungsweise sich schon ausbreitet, sollte sie so nachhaltig wie möglich gestaltet werden. Wie die Digitalisierung unser Arbeitsleben verändert, lässt sich eigentlich ganz gut am Beispiel von Homeoffice festmachen. Homeoffice ist erst durch die Digitalisierung wirklich möglich geworden und es bietet sehr, sehr viele Nachhaltigkeitspotenziale. Zum Beispiel aus ökologischer Sicht erübrigen sich sehr viele Fahrtwege oder auch Flugwege und der Pendelverkehr nimmt ab, sodass wir eine Reduktion bei den CO2-Emissionen haben und auch weniger Feinstaub. Gleichzeitig werden auch weniger Büroräume benötigt, das heißt, weniger wird beheizt etc. In der sozialen Komponente für die Arbeitnehmenden, sie gewinnen schlichtweg an Flexibilität und an Zeit. Man kann natürlich auch immer noch betrachten, dass es negative ökologische Seiten gibt, wie etwa, dass wir keinen Einblick mehr daran haben, wie bei den Arbeitnehmenden geheizt wird oder der Wasserverbrauch ist. Und was der größere Nachteil ist an sich auf der sozialen Seite jetzt für die Arbeitnehmenden, ist, dass wir eine zunehmende Entgrenzung zwischen Privat- und Arbeitleben haben. Es kann zu einer Vereinsamung kommen und eine Abnahme der sozialen Bindung zu den Kollegen, aber auch zum Arbeitgeber. Und was man auch immer noch betrachten muss, ist, dass tendenziell Frauen im Homeoffice noch mehr Care-Arbeit leisten als sowieso schon. Insgesamt kann man also sagen, dass Homeoffice nicht per se gut oder schlecht ist, nachhaltig oder nicht. Es geht immer um die Gestaltung.